there is always another enemy. In the 1950s, it was the Russians. Us and them locked in a Cold War. But in 1961, it was against our own people. The rock and roll riots hit. Youth culture clashed with authorities over new music and the movement sweeping across the country that came with it. During the civil unrest of those times, many of rock and roll's upcoming stars were killed in violent protests during concerts. The 60s would bring isolation and stagnation. Nixon beat Kennedy for the White House and immediately set out his agenda. Ask not what's in it for you, ask what's in it for the U.S. We withdrew from the world stage. Vietnam descended into civil war. Russia intervened, but as the scale of the war grew, its popularity fell. The USSR saw peace movements and embraced social change. Back home in the US of A, business and industry grew unfettered. Corporations became more influential than government. Pollution increased rapidly. The climate began to change. And those fat off the profits of oil and industry denied anything was wrong. Pretty soon, there were water shortages and famine, and not long after came corruption and rampant inequality. Out of poverty and tension, gang cults formed, becoming more daring and violent as authorities attempted to stop them, making broken cities and the vast Big Empty their home. In desperation, the Enderby Amendment to the U.S. Constitution opened the door to private policing by sanctioned operatives, which rapidly eclipsed official law enforcement agencies. This is the dog-eat-dog world we live in today, where the gangs and the hired guns and the corporations that pay their bills clash in the scarred wastelands we call home. Welcome to the land of the free. North America, 2025. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video und kurz ein bisschen den Sound hier runter machen. So, jetzt müsste das besser sein. Ich mach glaube ich noch ein bisschen runter. Ihr habt den Vorspann gesehen und ich habe heute hier quasi eine Kuriosität für euch. Basiert tatsächlich auf dem Games Workshop Spiel, also ich meine, ihr habt das ja auch gesehen, das Games Workshop und irgendwie auch auf Digital Games irgendwas das präsentiert hier, keine Ahnung. Auf jeden Fall, gab es das irgendwann ganz früher mal als Tabletop-Spiel, vor 135 Jahren, glaube ich etwa. Und ist dann irgendwann mehr oder weniger verschwunden, also das hier ist wirklich richtig alter Kram. Soweit ich das mitgekriegt habe, war das Regelsystem damals auch sehr überladen und kompliziert, aber das ist eigentlich egal, weil das Prinzip ist total geil. Man hat solche, ich sag mal, in so einem Alternativuniversum, ihr habt den Vorspann ja gesehen, das ist alles ein bisschen anders abgelaufen. Wobei, wenn man sich das aktuell so anguckt, wer weiß, vielleicht ist es in den USA 2025 ja genau so, kann ja gut sein. Auf jeden Fall alles ein bisschen anders, so ein bisschen Mad Max-mäßig, bisschen Wasteland-Irgendwas-Style, Endzeit. Und das ist im Prinzip das Ding. Man hat eine Karre, alles ist irgendwie knapp und ihr habt das gesehen, Gangs irgendwie kämpfen gegeneinander. Man selber führt immer Aufträge und ähnliches aus und pimpt seine Karre immer weiter. Und das alles aber nicht in Echtzeit, also hier schon ein bisschen in Echtzeit, aber das seht ihr gleich im Spiel. Man kann das dann immer so runter, runterregeln, dass man irgendwie das so wie ein Zeitloop hat, da kann man Befehle geben und so. Aber ganz klar, die Aktionen und Sachen, die ausgeführt werden, basieren quasi auf Würfelwürfen. Das heißt, es hat hier nichts mit Aiming oder irgendwie was zu tun oder mit eigenem Skill großartig, wie genau man da jetzt schießt oder wie toll man fahren kann oder so, sondern im Gegenteil, das ist eher so wie so auf so Spuren und man kann halt verschiedene Sachen machen. Ich meine, klar, man kann selber entscheiden, wann man welche Waffe schießt, wie man seine Karre ausrüstet und so weiter. Geschwindigkeit einstellen, bla, das ist alles sehr nah an dem Tabletop oder Brettspiel von damals orientiert. Im Moment gibt es das nicht hier, das ist auch wirklich uralt. Aber es gibt ja, habt ihr ja sicherlich mal mitgekriegt, Gaslands ist ja ziemlich erfolgreich so.
Und ähnliche Spiele. Es gab auch mal so ein, zwei deutsche Versuche davon. Es gab zum Beispiel mal so eine Hot Wheels Nummer von, wer hat das nochmal gemacht? War das Brückenkopf? Ich weiß nicht, irgendjemand vor ein paar Jahren. Ich hatte mich mal rangesetzt und habe mal ja im Prinzip ein Regelsystem entworfen und ähnliches für so Car Wars mäßig was, wo man seine eigenen Karren pimpt. War sogar noch eine ganze Zeit vor Gaslands, aber ich habe das nicht wirklich ja, weiter verfolgt oder so. Wobei das im Prinzip echt cool war und Bock gemacht hat, weil ich es ganz simpel gemacht habe von den Regeln, damit auch Schüler das irgendwie checken und spielen können. Aber egal, das tut alles nicht zur Sache. Wir sind jetzt heute mal hier bei diesem Spiel. Ihr seht's, Dark Future, Blood Red States. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt ewig schon nicht mehr gespielt. Ich habe mir das geholt irgendwie, als es rausgekommen ist. Dann habe ich das mal angezockt. Und dachte so, ja, zwar nicht schlecht, aber auch nicht richtig geil. Also deswegen bin ich da auch nicht so dran geblieben. Von der ganzen Oberfläche und Grafik habe ich nichts zu meckern. Ich meine, ihr seht, hier hat man quasi so Pixel-Style. Aber ihr seht ja hier die Grafik. Ja, das ist also jetzt nicht hier so ein komplettes hier 8-Bit-Spiel oder so ein Scheiß. Oder in diesem Style so gemacht, sondern ist schon irgendwie richtig. Ich werde jetzt hier nicht eine neue Season oder eine neue Kampagne anfangen. Denn ich hatte damals schon eine gestartet. Und, was weiß ich, auf leicht oder so, oder was, nur die Tutorial-Kampagne, ich weiß nicht mehr. Wir springen da jetzt auf jeden Fall einfach mal rein, gucken mal, wie das alles so aussieht. Und, ja, spielen ein, zwei Missionen, gucken uns das mal an. Und wenn das dann irgendwie großartig von Interesse ist, dann mache ich da vielleicht noch ein bisschen mehr zu. Wenn nicht, dann halt nicht. Das hier ist quasi so eine Art Startbildschirm. Man sieht links die eigene Karre. Man hat so verschiedene Slots in der Karre, wo man halt Sachen dran bauen kann. Ich glaube, man kann hinterher auch noch andere Autos haben oder das Ding verändern oder so. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich kann es irgendwie noch nicht. Aber ich sage, das kann auch sein, dass das hier alles noch die Tutorial-Sachen sind. Man hat auf jeden Fall hier den Übersichtsbildschirm. Man kann so verschiedene Sachen aufrüsten. Also man hat hier zum Beispiel Panzerungen. Hier ist das Gewicht von der Karre. Da muss man immer gucken, weil man kann hier nicht einfach irgendwas draufpacken und dann wird das zu schwer. Man kann das hier customizen, sehe ich gerade. Tune your visual style. Ah, okay, toll. Naja, und wie man sieht, nicht jetzt so super viel. Car Color, Number Plate, okay. Da kann man noch nicht so viel machen. Ich weiß nicht, ob das hinterher mehr wird. Man hat Kohle. Man muss immer Benzin kaufen, weil so wie bei Mad Max auch, ohne Benzin läuft halt gar nichts und so. Und das kauft man halt immer dazu. Ich glaube, das wird auch immer teurer. Bin ich mir nicht ganz sicher. Man hat auf jeden Fall jetzt hier so ein Mail-System, wo man immer irgendwas Blabla, Story, Hintergrund, hin und her irgendwas kriegt. Man kann verschiedene Missionen anwählen. Man hat ein Shop-System, wo man ja, bessere Waffen und so ein Zeugs kaufen kann. Auch hier cooles Zeug, zum Beispiel dieses hier im Glas hier. und bei Corporate sieht man so die verschiedenen großen Firmen quasi, die es gibt. Oder großen Häuser oder irgendwas. Ich glaube, ich glaube, das sind alles Firmen. Und je besser da der eigene Ruf wird, desto mehr Perks kriegt man quasi freigeschaltet. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei den Missionen gucke, dann gibt es welche, die sind, glaube ich, einfach so irgendwie, ohne dass die zu irgendeinem gehören. Aber es gibt auch Missionen, die zu besonderen Firmen gehören. Und wenn man die dann macht, dann steigt man halt im Ruf und ihr seht, dann wird hier irgendwann irgendwas freigeschaltet. Ja, mein nächstes Objective ist, einfach mal ein bisschen Kohle zu machen. Ihr seht das, 750.000 soll ich verdienen. Ich habe 0 gerade. Ich weiß auch nicht, die Karre ist aber, glaube ich, in ganz gutem Zustand. Und Cola im Fuel haben wir auch. Deswegen gucken wir doch erstmal nach so einer Mission. Okay, das ist Tutorial Mission, die machen wir natürlich nicht. Wir machen mal hier Intercept. So, kleinen Hund, someone dead. Okay, man ist full target, full camera fighting. Ah, okay, alles klar. Also wir provozieren hier die Gegner quasi und machen immer weiter Leute kaputt. Und irgendwann, wenn dann genug kaputt sind, dann kommt quasi unser Hauptziel raus und dann müssen wir halt auch kaputt machen. Okay, ihr seht das hier gerade, das ist jetzt für irgendwie G-Mac und diese Gang hier. Ich weiß es nicht. G-Mac ist, ja genau, das ist jetzt hier eine Firma, das heißt, hier werden wir Ruf kriegen. Da weiß ich nicht, was das für Auswirkungen noch hat, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal rein.
Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie die Bedienung war. Ich weiß nur noch, da oben steht es auch schon, dieses Easy Drive. Die Karre fährt quasi von allein. Und, okay, ja, alles klar, Interception. So, und jetzt fährt das Ding nämlich hier. Und wie war das nochmal? Genau, Leertaste. Jetzt kann ich nämlich hier andere Befehle geben. Und zum Beispiel kann ich hier die Geschwindigkeit einstellen. Hier, so sieht man es nicht. Jetzt gerade fährt der 119. Ich kann hier irgendwo Beleuchtung anmachen. Keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hier eine Spur nach links. Und etwas höhere Geschwindigkeit. Ich habe jetzt quasi meine Orders eingestellt. Dann gehe ich hier auf Execute Orders und mache die Zeit wieder normal und dann führt der genau das aus. Das heißt, jetzt gerade läuft das hier alles in Echtzeit, aber sobald ich die Leertaste drücke, habe ich eben hier diesen, ich weiß es nicht, Tabletop-Modus. Es ist nicht rundenbasiert oder so, sondern es ist einfach, ja, ich sag mal so ein bisschen Zeitlupe, wo man halt selber, nee, das wollen wir nicht, wo man halt selber Befehle einstellen kann. Gucken mal eben, man hat immer sowas wie ein Schild, Panzerung. Okay, man kann hier Sondersachen machen, also zum Beispiel scharf bremsen, man hat Nitro, man kann das hier klicken, das ist sehr praktisch, wenn man einfach jemanden sieht und dann die gleiche Geschwindigkeit einstellt. Und ja, jetzt gucken wir erstmal, wann hier Gegner kommen. Da machen wir die kaputt, würde ich sagen. Da kommen schon welche. So, und jetzt können wir nämlich mal direkt die Knarren gleich feuern. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu weit weg. Wir wechseln mal eine Spur hier rüber. So, und jetzt können wir nämlich hier, weiß ich nicht, Cutting Beam, Heavy Laser, Light Pipe Bomb schmeißt er nach hinten. Aber wir ballern mal die Waffen nach vorne. Execute Orders und wieder Endzeit. Jawohl, und da seht ihr die Anzeige von dem Auto, auf das wir gerade immer schießen. Hier laufen die Abklickzeiten runter. Im Moment kann ich nicht schießen. Ah, okay, einer hinter uns. Schmeißen wir die Pipe-Bombs. Und schießen nochmal die anderen Waffen nach vorne. Dann setzen wir mal unseren Boost ein. Schmeißen nochmal die Pipe-Bombs. Jetzt könnten wir ja mal Match Speed machen. Genau, auf den da. Naja. Ich glaube, man kann die Waffen auch manuell aimen hier. Bin aber nicht ganz sicher. Matchen nochmal Speed auf den. Und schmeißen Pipe Bombs und gehen eins nach rechts. Okay. Leute wegrammen ist wohl ein ziemlich gutes Mittel auch. Wie ihr seht, was passiert hier gerade mit mir? Das ist natürlich ein bisschen nett. Dieses Easy Drive System schiebt einen immer wieder zurück auf die Straßen, auf die Straße. Das heißt, es geht quasi automatisch und das sorgt dafür, dass man nicht zu lange Offroad ist quasi. Das kann man auch nicht ausstellen oder verhindern. Jetzt sollte ich mal ein bisschen die Geschwindigkeit wieder runter machen. Machen wir mal alles. Munition hat man hier nicht wirklich. Es mag sein, dass man irgendwelche Waffen hinterher hat, die Munition verbrauchen. Das weiß ich nicht genau. Aber die meisten hier, also ihr seht das ja, ich schmeiße die ganze Zeit diese Pipe-Bombs und baller mit dem Laser rum und so. Das ist alles gar kein Problem. Und ihr seht es da vorne oder da oben an der Anzeige. Ich muss noch ein paar Leute killen, damit dieser Boss irgendwann erscheint. Hier kann ich den Turret Lock. Genau, dann kann ich sagen, okay, der Turm soll immer auf, ne, wir nehmen nicht den, sondern der Turm soll immer auf den da schießen. Genau, jetzt hat er sich nämlich gedreht. Turm natürlich immer geil, weil er sich drehen kann. Andere Knarre hier, diese strahlenden Dinger da nach vorne, die passen sich leicht an
aber nicht viel. Und ja, da kann natürlich sein, es gibt glaube ich auch unterschiedliche Schadenstypen. Irgendwie das eine macht mehr gegen Panzerung, das andere macht mehr gegen Leben. Ich sehe auch übrigens gerade, dass wir fast platt sind. Das ist natürlich nicht so geil, deswegen mal hier dieses Notfallreparatursystem angeschmissen. Das hätte man vielleicht mal ein bisschen eher machen sollen. Noch einfach mal den Nitro. Was? Ja, und so läuft das Spiel im Prinzip ab. Ihr seht, das ist jetzt nicht so mega spektakulär. Aber mal gucken, wenn gleich hier der Boss ankommt, wie es da so aussieht. So, jetzt nochmal alle Waffen. Wahrscheinlich bei noch einem Kill oder so werden wir den Boss rauslocken. Oh Gott, nie. Da hätte man jetzt eigentlich nochmal hier Zeit verlangsamen sollen und ausweichen. Aber nö, wir halten jetzt einfach voll drauf. Sind eine Menge Gegner. Das ist eigentlich nicht so geil für uns gerade. Aber Notreparatur ist schon wieder ready. Los, und das auch raus. Bremsen einfach nochmal voll ab. Okay, gut, da ist keiner mehr jetzt in die Karre gefahren. Okay, wir haben genug Gegner platt gemacht, offensichtlich. Ah, da hinten ist das Ziel. So, wahrscheinlich nochmal ein bisschen. Eigentlich nicht so die geile Taktik. Ich glaube, das ist bei der Tabletop-Version absolut fatal. Okay, da vorne ist er. Bei der Tabletop-Version absolut fatal, weil ich sag ja, über Rammen geht hier eine Menge. Wir locken mal den Turm auf den. Geschwindigkeit habe ich an den angepasst, oder zumindest habe ich das Command gegeben. Okay, der Typ fährt aber voll lang, oder? Machen wir mal zur Kette. Wechsel mal eine Spur rüber. Okay, jetzt haben wir hier noch einen im Weg. Ah, okay, der Turm versucht schon auf den anderen da zu schießen, kommt aber irgendwie nicht rüber. Was an Schaden gemacht. Ja, und normalerweise, also das wäre auch so die Hauptkritik hier von mir an diesem Spiel. Die Idee ist ziemlich geil, aber okay, Mission Success, der hat sich überschlagen, ist dann irgendwie kaputt gegangen. Aber das Ding ist, dass dieses immer rein switchen in diesen Zeitlupen-Modus, was ich ja gerade immer mal gemacht habe, schon ziemlich nervig ist. Also ihr seht das, ich switch da ständig hin und her. Und ja, das ist, ich müsste es wahrscheinlich noch mehr machen, weil ihr habt das gesehen, da haben zweimal so Leute Minen hingeschmissen, da bin ich einfach durchgefahren, weil ich dachte, boah, nee, jetzt nicht schon wieder drücken hier. Das ist ziemlich doof. Und auch das mit dem Geschwindigkeit anpassen und so. Das ist sinnvoll, wenn man da ist, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn das Ding hier rundenbasiert wäre. Also wenn ich jede Runde das quasi als Befehl neu machen könnte, weil sonst bin ich einfach ständig in diesem Zeitlupen-Modus und das ist irgendwie, finde ich, jetzt nicht so geil. Okay, wir gucken auf jeden Fall nochmal ein bisschen auf die Story. Wir haben hier nämlich hier wieder eine Mail bekommen. Die haben jetzt irgendwie hier, erzählen uns irgendwas. Ja. Das ist übrigens so ein Ding, hier ist eine Wahnsinns-Hintergrund-Story drin und Games Workshop-Produkt, aber trotzdem hat nichts zu tun mit 40k oder mit Fantasy oder irgendwie was, sondern ist einfach nochmal was anderes, was ich ziemlich cool finde. Und
die Story ist ziemlich groß. Also, was heißt ziemlich groß? Ist jetzt so eine Sache, aber das ist nicht einfach nur so 0815 Text mit hier, ja, bla, scheißegal, klick einfach immer nur auf Play, sondern man hat hier durchaus Fluff und Story hinter, was echt ganz cool ist. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal die nächste Mission, gucken dann, ob wir hier über so ein Ziel kommen. Und okay, Blockade Run machen wir mal. Ich muss eine Destination erreichen, also ich muss ein Ziel erreichen. Und mir werden immer so Sachen in den Weg gestellt, da sind immer so Wandblockaden und so. Das heißt, wir müssen hier jetzt, es geht glaube ich nicht darum, wirklich Gegner platt zu machen, sondern immer schön navigieren und gucken, dass wir nicht in die, genau, in diese Hauptdinger fahren. Wir geben einfach mal ein bisschen Kette, würde ich sagen. Aus irgendeinem Grund kann ich hier nicht mehr schneller fahren. Ist irgendwas an der Karre im Arsch? Oder eigentlich doch nicht. Okay, ihr seht das da oben. 0 von 12 Blockaden überquert. So, hier kommt schon eine. Und wir wechseln natürlich einmal nach links rüber, um da nicht voll rein zu rasen. Ja, das hat auch schön geklappt. Hier zum Beispiel sollte man direkt wieder die Spur wechseln, weil die möglicherweise Minen fallen lassen oder so. Dafür sollte man dann direkt wieder zurückwechseln, sobald die Waffen ready sind. Da vorne kommt schon die nächste Blockade. Und wo ist offen? Sehe ich gerade nicht. Ich glaube ganz links. Ja, müssen wir mal voll da durch. Ja, war nicht die geilste Idee. Call for Recovery. Ja, Sieger. Wenn man, glaube ich, keine Recovery macht, sondern einfach liegen bleibt und nicht wieder umgedreht wird durch irgendwelche Gegner, also durch irgendwie was, wo man gerammt wird und sich wieder dreht oder so, dann geht man, glaube ich, direkt platt. Also man hat dann direkt verloren oder so. Der Style übrigens von den Karren und von diesem ganzen Drumherum hier, den finde ich ziemlich cool. Wenn ich es richtig sehe, müssen wir nach ganz links. Ja. Oh nein, out of bounds. Alter, schon wieder Recovery. Das kostet doch immer Kohle. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Ziemlich doof, weil wir haben ja jetzt schon fast 100.000 hier gezahlt. Und ich bin richtig an der Barrikade vorbeigefahren. Aber hab mich halt trotzdem gedreht. Also nicht gedreht, sondern überschlagen. Die klappen jetzt da rein. Nee. Oh, was für ein Blöden. Versuchen natürlich alle ihren eigenen Dingern da auszuweichen, aber alle gleichzeitig. Also dadurch, dass ich hier immer auf mit Leertaste in den Zeitlupenmodus schalten kann, kann ich halt mehrere Befehle gleichzeitig quasi geben. Also ich habe da jetzt ja gerade gesehen, ich habe sowohl Nitro eingesetzt als auch die Bomben nach hinten direkt abgeschmissen. Und ich weiß nicht, ob man nach links quasi... Nee, kann man nicht. Also ich kann jetzt hier nicht rausfahren einmal, dass der quasi zum Leben der Straße herfährt. Wobei man selbst ja durchaus rausgekickt werden kann. Aber hier, ich bin jetzt nach rechts wechseln, Nitro, Bomben schmeißen, zack, alles in einem. Das wird dann schön ausgeführt. Und das meine ich jetzt. Das ist quasi sowas wie die Runden. Und das hier drumrum ist mehr oder weniger, ja, ich weiß nicht, zum Überbrücken oder so. Ich schmeiß mal die Waffen an. Vielleicht können wir da was, können wir nicht zerstören. Okay, aber da konnte ich jetzt so durchfahren. Mal ein bisschen mittiger fahren. Vielleicht nochmal die Pipe-Bombs werfen. Narren anschmeißen. Ah, war ein bisschen zu früh. Okay, einen nach links, wenn ich das richtig sehe. Ja. Sehr schön, dass der das für uns jetzt erstmal freiräumt. Und weggerammt haben wir auch noch. Man kann wohl noch so Upgrades kaufen, womit die Karre dann, sieht schon ganz geil aus, womit die Karre dann irgendwie halt besser rammen kann oder schneller ist oder mehr Waffen tragen kann. Also es gibt halt unterschiedliche Automodelle, das kann auch sein, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, was ich ziemlich cool finde, ihr seht das
hier hat einen ganz eigenen Style. Also diese ganzen Karren und Waffen, die haben was ganz Eigenes. Also das, ich finde das sehr faszinierend, weil das ist halt nicht so, wo man jetzt denkt, ja komm, das ist einfach, keine Ahnung, hier so ganz auf schlecht irgendwie an irgendwas orientiert und dann einfach hier reingesetzt, sondern nee, die haben halt schon geguckt, dass die von dem Spiel, was auch wirklich einen eigenen Style hat, die Sachen hier so reinsetzen. Es gab, glaube ich, nicht wirklich Miniaturen, also es gab keine GW-Minis für solche Karren hier und sowas, was trotzdem sehr geil gewesen wäre, gab es aber, meine ich nicht. Aber es gab, ich meine, das lief alles vor, vornehmlich über Karten und sowas. Ich guck mal Reparatur, ich weiß nicht, ob der die Panzerung repariert, ich meine nicht. Nee, macht er nicht. Wo es vor allem über so Karten und ähnliches ging. Und halt, wie gesagt, mehr ein Spielbrett, glaube ich, statt Tabletop. Ah, nee, scheiße, wir waren da schon richtig. Okay. Sehr effektiv, sehr wichtig. Bam, gut gemacht. Ja, also ihr seht, der Beschuss und alles, das ist alles nicht so wichtig hier hinten. Also was in die Karre einschlägt, ich meine, klar, ist jetzt schon alles ein bisschen kaputt hier und irgendwann geht es auch ganz kaputt. Aber ist jetzt nicht ganz so schlimm im Moment. Ich weiß nicht, ob das an der Schwierigkeit liegt oder nicht. Nee, war auch wieder die richtige Schwierigkeit. Darüber. Zack und Mission Success. Jetzt direkt, obwohl wir mitten im Gegner stehen. Aber egal, ne? Wir sind da durchgekommen, haben die Blockaden alle hinter uns gelassen und alles gut. So, ja, toll. 135.000 für Recovery, aber ich glaube... Nee, Scheiß hat natürlich genau nicht gereicht. Naja. Das heißt, das hier ist unser insgesamt Cash, aber... mit diesem Objective, als das neu gekommen ist, da hat man halt mit 0 gestartet. Deswegen, obwohl ich jetzt schon mehr Kohle habe als das, was ich hier haben muss, habe ich es halt nicht. Ja, und jetzt könnt ihr mal gucken. Ihr seht das hier, der Ruf ist jetzt hier ein klein bisschen hochgegangen. Ich könnte jetzt hier die Karre nochmal verbessern, wenn es irgendwie was Geiles gibt. Oder hier die Engine aufwerten. Ja, dann genau, kann ich nämlich, habe ich Weight Capacity und Hit Points mehr. Weight Capacity wichtig, damit ich nämlich die fetteren Waffen hinterher hier drauf packen kann. Aber im Moment gibt es hier noch nicht so viel zu kaufen. Kann sein, dass das erst besseres Zeug kommt, wenn ich hier ja, genau, nämlich Ruf mache. Also wenn ich zum Beispiel bei denen habe, dann kriege ich schweres MG. Bei denen kriege ich einen Shotgun für nach hinten raus oder so. Ich kann leider hier jetzt nicht reinzoomen und die Karre genauer angucken. Aber ich sage ja nochmal, das ist so ein ganz eigener Style. Ich meine, ihr seht das auch wieder. Das ist, ich weiß es nicht, ist das irgendwann Anfang 80er oder so? Ich weiß nicht genau, von wann das Game ursprünglich ist. Aber auf jeden Fall ist es trotzdem cool, so irgendwie so Retro-Future-mäßig. Und ja, ne, eben auch angesiedelt in der relativ nahen Zukunft. Naja, also so würde das Spiel jetzt auf jeden Fall funktionieren. Ich kann nicht einfach unendlich Missionen machen, sondern ich muss immer wieder Sprit natürlich auffüllen. Ihr habt das gesehen, hat jetzt auch immer nur einen Sprit gekostet. Das wird hinterher mehr oder es gibt, meine ich, Missionen, wo es auch mehr kostet. Das heißt, man muss hier eigentlich, weil Sprit einfach immer teurer wird, also es gibt, glaube ich, auch Events, wo das wieder ein bisschen billiger wird, aber eigentlich generell wird es immer teurer. Deswegen macht es Sinn, eigentlich immer frühzeitig Sprit wieder aufzufüllen. Und ich meine, immer wenn man so ein Objective geschafft hat, dann setzt sich das zurück. Oder ich weiß nicht, ob man dann diese Area hier, ob die sich verändert. Naja, auf jeden Fall, ihr seht, das ist hier eigentlich relativ simpel gemacht und die Missionen laufen immer so ab, wie gerade gesehen, und mit unterschiedlichen Objectives. Mal muss man mehr Leute platt machen, mal muss man durch diese Blockaden brechen. Ich hatte schon eine Mission, da musste ich so einen fetten Truck kaputt machen, das war ziemlich geil, so wie das so, Warwick-Dings aus Mad Max halt, also so ein Teil, so ein riesen fettes Viech da, das fand ich ganz cool. Und ja, so läuft halt dieses Spiel. Ich weiß nicht genau, ob ich davon nochmal eine Aufnahme mache oder nicht. Ich muss sagen, vom Zocken macht das jetzt nicht so Bock. Es ist aber auch nicht wirklich blöd oder so. Es ist mal ganz nett, sagen wir mal so.
Aber es ist halt nicht so der Oberknaller. Ich wollte euch das auf jeden Fall nur mal zeigen, weil es halt ein GW-Spiel ist. Ihr habt das am Anfang gesehen mit dieser Warhammer-Lizenz und so. Ich meine, ich weiß nicht, ob Games Workshop demnächst mal irgendwann einfach nur noch Warhammer heißt. Die benennen ja auch ihre Stores alle irgendwie um. Das sind ja keine Games Workshop mehr, Games Workshop-Filialen mehr, sondern es sind ja eigentlich alles immer Warhammer-Filialen mit dem neuen Logo und keine Ahnung. Aber scheißegal. Auf jeden Fall halten die diese Lizenz hier immer noch und haben sich hier ja offensichtlich, ich weiß nicht wie erfolgreich, an dieses Studio hier verkauft, die das Spiel entwickelt haben. Und ja, ich meine, stellt euch das vor, es gäbe hier diese kleinen Minis, am besten mit modularen Steckplätzen, dass man immer da dann die Waffen draufsteckt und so. Alles von GW irgendwie wäre natürlich geil. Naja, auf jeden Fall, das war hier mal ein kurzer Einblick. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr Bock habt, ob ihr davon noch was sehen wollt oder nicht. Soundtrack natürlich geil. Aber ja, ich denke mal, ich werde euch demnächst noch das ein oder andere GW-Spiel zeigen. Ich hätte da noch so ein paar. Vielleicht auch wieder interessanter, was ein bisschen mehr in die 40k-Richtung geht. Aber ich wollte euch das hier nicht vorenthalten und ja. Deswegen, in diesem Sinne, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschö.